Wenn es einen Menschen gäbe, der wagte, alles zu sagen, was er von dieser Welt gedacht hat, bliebe ihm kein Quadratmeter mehr, um sich darauf zu behaupten. Wenn ein Mensch erscheint, stürzt sich die Welt auf ihn und bricht ihm das Rückgrat. Immer sind zu viele morsche Säulen stehen geblieben, zu viel verfaulte Menschheit, als dass ein Mensch aufblühen könnte. Der Überbau ist eine Lüge und das Fundament eine riesige zitternde Angst. Wenn in Abständen von Jahrhunderten ein Mensch mit einem verzweifelten, hungrigen Blick in den Augen auftritt, ein Mensch, der die ganze Welt umwälzen würde, um ein neues Geschlecht zu schaffen, wird die Liebe, die er in die Welt mitbringt, in Bitterkeit verwandelt und er wird zur Geisel. Wenn wir dann und wann auf Seiten stoßen, die explodieren, Seiten, die verwunden und schmerzen, die einem Seufzer, Tränen und Flüche abbringen, dann sollt ihr wissen, dass sie von einem aufrechten Menschen stammen. Einem Menschen, dem keine andere Verteidigung übrig bleibt als seine Worte. Und seine Worte sind immer stärker als das verlogene, erdrückende Gewicht der Welt. Stärker als all die Foltern und Räder, die die Feigen erfinden, um das Wunder der Persönlichkeit zu vernichten. Wenn je ein Mensch wagen würde, alles, was er auf dem Herzen hat, auszusprechen, sein wirkliches Erlebnis, alles, was wirklich seine Wahrheit ist, niederzuschreiben, dann, glaube ich, ginge die Welt in Trümmer, würde in Stücke zersprengt und kein Gott, kein Zufall, kein Wille könnte je wieder die Stücke, die Atome, die unzerstörbaren Elemente zusammensetzen, aus denen die Welt bestand. Thank you.
Hier, blöde Futter vorne, wenn du weiter den rechten Arm hochhebst, fliegst du raus, das ist klar. Ich kann euch hier an der Stelle eins versichern, wenn wir jemanden sehen, der hier den Hitler groß macht, dann geht gnadenlos die alle verwiesen, das ist klar. Es können drei Finger in der ganze Hand sein, dann geht's aus dem Maul. Ich kann euch so viel sagen und versprechen, dass ein Onkelskonzert keine politische Veranstaltung wird und ist. Das nächste Stück passt ganz gut dazu, weil ich glaube, dass diese Leute einfach nur zu bescheuert sind, den Kopf aufzumachen und vielleicht mal in ihr Herz reinzugucken und mal gucken, ob da noch irgendwas da ist. Entfache dieses Feuer! Kleines Mädchen wechseln und ich drehe mich herum.
Oh mein Gott! Okay, es gibt einen Ort, an den wünschen wir uns wenig, mehr oder weniger alle Journalisten hin. Fahrt zur Hölle! Von dir.
Okay, für all die, die leider viel zu früh gestorben sind, nur die besten Scherben hier. Sterben jung.
gibt immer wieder Leute, die meinen, euch vorschreiben zu müssen, was ihr zu denken und was ihr zu tun habt. Leute, die sich anmaßen, der Nabel der Welt zu sein. Leute, die anfangen, andere zu zensieren, ihnen das Maul zu verbieten. Ich denke, dass Zensur das Schlimmste ist, was in der freien Welt passieren kann. Es gibt nur eine Wahrheit und das ist deine eigene und die kannst du dir von niemandem verbieten lassen. Mit dem Stück wollen wir euch zeigen, was wir von diesen Leuten denken. Wir sind uns scheißegal! Ich will reden, doch niemand fragen. Ich will es reden, doch nicht sagen. Worden ist ein Wort, ich hab das alles schon gehört. Nichts ist deren Phrasen, die nicht wehtun und nicht stören. Ihr wollt mir sagen, was ich tun und lassen muss. Wo fängt was an und wo ist Schluss? Ich hasse eure Lügen, alle doppelte Moral. Und euch so genannte Freiheit ist mir scheißegal. Was ist verboten, was legal? Was ist denn Daten, was normal? Was soll ich hören, was darf ich sehen? Wen darf ich hassen, wohin darf ich gehen? Wen darf ich lieben, wen soll ich fragen? Wer darf mein Freund sein, was darf ich fragen? Wenn ich reden will, tu ich im Leben, bin ich zum Schweigen. Wenn ich kämpfen muss, dann tu ich's, niemand bringt mich zum Verneiden. Ich hasse eure Lügen, eure doppelte Moral und eure sogenannte Freiheit ist mir scheißegal. Was ist verboten, was legal? Was ist entartet, was normal? Was soll ich hören, was darf ich sehen? Wen stell ich Fragen, wohin darf ich gehen? Wen darf ich hassen?